أحب الله والإسلام والقرآن والجنة، أحب جحافل الإيمان ترفع راية السنة، أحب الله والإسلام. يا شبابا قد أنابا وإلى الله استجابا، إن من يرجو الثواب لا يبالي بالصعاب، في سبيل الله نمضي نبتغي رفع اللواء، فليعد للدين مجد وليعد للدين عز. Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn aller Welten, und ich bezeuge, dass niemand mit Recht und Wahrheit angebetet werden darf, außer Allah, der Allmächtige. Und ich bezeuge, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam sein Diener und Gesandter ist. Liebe Geschwister, Alhamdulillah Rabbil Alamin, heute inshallah ta'ala die frohe Botschaft, dass wir weitermachen mit dem Buch 200 Fragen zur islamischen Aqida. Dieses Buch ist ein ausgezeichnetes Buch, gerade für Leute, die neu ihre Religion lernen, damit sie auch wissen, was der Islam für eine Religion ist. Und je mehr man den Islam kennenlernt, umso stärker wird man an dieser Religion festhalten und umso achtsamer wird man sein, dass man diese Religion nicht aus den Händen lässt. Kein Muslim, der seine Religion richtig verstanden hat, wird diese großartige Religion vernachlässigen. Alle anderen, die nicht wissen, was diese Religion bedeutet, welche Inhalte diese Religion wirklich in sich birgt, diese werden leider sehr nachlässig mit dieser Religion umgehen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala die Leute zu der wahren Religion recht leiten und möge Allah subhanahu wa ta'ala sie an dieser Religion festhalten lassen. Liebe Geschwister, es ist mittlerweile die 77. Frage, bei der wir angelangt sind. Natürlich, ihr habt das gemerkt, ich baue ein Thema allgemein auf. Das heißt aber, dass ihr, wenn ihr dieses Thema hört, dass ihr auch die Fragen im Buch beantworten könnt. Denn die Fragen sind einzeln gestellte Fragen, wie ihr auch mittlerweile gemerkt habt. Aber nichtsdestotrotz, wenn man das Thema verstanden hat, so kann man die Fragen beantworten. Und ich hoffe, inshallah ta'ala, dass jeder dieses Büchlein mit uns studiert. Schaut mal, wir haben jetzt schon fast die Hälfte des Buches durch. Naja, okay, nicht ganz, aber Alhamdulillah, wir nähern uns auf die Hälfte dazu, dass wir die Hälfte des Buches inshallah ta'ala bald gelernt haben. Und dann ist es nur noch eine andere Hälfte. Und dann hat jeder Muslim erstmal eine solide Grundlage, wo man ihn nicht mehr einfach betrügen kann. Und wie viele Muslime werden heute leider betrogen von Sekten und abgeirrten Menschen, weil sie ganz genau wissen, diese Führer und Köpfe von diesen Menschen, dass die Muslime leider nicht so viel Wissen haben. Und deswegen nutzen sie dieses aus. Nein, aber liebe Geschwister, wir wollen unsere Religion fundiert lernen, basiert lernen, mit Beweisen aus Koran und Sunna, sodass der Muslim, wenn er etwas hört, was komisch ist, dann weiß er, der Beweis sagt eigentlich etwas dagegen. Und schon hat er eine ganz andere Gewissheit bezüglich seiner Religion als eine Person, der alles glaubt. Ja? Es gibt Wallahi al-Azim, Subhanallah, möge Allah diese Muslime recht halten, der glaubt alles. Der glaubt alles. Und du bist wirklich erstaunt und sagst, das geht doch gar nicht. Aber doch, das geht. Deswegen möge Allah uns davor bewahren, dass wir mit so einem Unwissen durch die Gegend laufen. Denn dieses ist nichts anderes als Qual. Wallahi al-Azim, ich möchte nicht in der Haut von den heutigen Jugendlichen stecken. Die Ärmsten, die Alhamdulillah recht geleitet werden von Allah subhanahu wa ta'ala. Und dann sitzen sie einfach mal vor diesem YouTube-Kanal und gucken sich irgendeinen an, der etwas über den Islam erzählt. Und manchmal ist dieser ein Schiite, manchmal ist dieser ein Sufi, manchmal ist dieser ein Habashi, manchmal ist dieser und ist dieser und ist dieser. Ich möchte jetzt nicht alle Gruppen aufzählen, aber subhanallah, die Ärmsten denken, weil sie eine gute Absicht haben, die Ärmsten denken, der, von dem sie gerade die Worte hören, der hat auch Wissen im Islam. Deswegen, liebe Geschwister, wallahi, ihr könnt diese Unwissenheit von euch nehmen. Und das ist die einzige Absicht, die wir haben sollten, wenn wir lernen. Imam Ahmad, rahimullah ta'ala, er wurde gefragt, welche Absicht soll ich haben, wenn ich lerne? Er sagte, dass du selber die Unwissenheit von dir aufhebst. Dass du, raf'al jahl an nafsik, sagte er, rahmatullah alayh, Imam Ahmad, dass du deine eigene Unwissenheit behebst. So sollte deine Niyya sein, damit du von Allah subhanahu wa ta'ala belohnt wirst. Aber wenn deine Absicht ist,
dass du dir Wissen aneignest, um mit den Gelehrten zu diskutieren oder mit diesem Wissen rumzuprahlen vor den Unwissenden. Und jeder kann vor Unwissenden herumprahlen, liebe Geschwister. So sei dir sicher, Allah Azza wa Jal wird dich in das Höllenfeuer hereinwerfen. Möge Allah uns vergeben, denn dieses ist eine Botschaft vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dass jeder, der nur lernt, um mit den Gelehrten zu diskutieren oder um vor den Unwissenden Eindruck zu schinden, so wird dieser Waliyadu Billah in das Höllenfeuer geworfen, weil er das Wissen nicht gelernt hat, um wen zu gefallen? Um Allah subhanahu wa ta'ala zu gefallen. Deswegen, wenn wir das Wissen lernen, erstmal sollte unsere Absicht wie sein, dass wir die Unwissenheit von uns entfernen. Und wenn du weiter bist, dann sollte deine Absicht sein, dass du auch die Unwissenheit von den anderen entfernst. Aber wie willst du die Unwissenheit von den anderen entfernen, wenn du nicht deine eigene Unwissenheit entfernt hast? So wie Sufyan al-Thawri, rahimullah ta'ala, einer der glanzvollen Tabi'in, gesagt hat, wie kann ein Doktor, der krank ist, die anderen Menschen heilen? Wie? Er ist nicht in der Lage dazu. Er muss erstmal seine eigene Krankheit behandeln, ehe er sich an die anderen Geschöpfe heranmacht, liebe Geschwister. Und ich hoffe, dass jeder verstanden hat, was dieser großartige Tabi'i damit gesagt hat. Wir können nicht andere vom Weg befreien, liebe Geschwister, wenn wir selber unwissend sind. Ein Bruder kam letztens zu mir, subhanallah al-azim, und ich war sehr traurig. Er sagte zu mir, mein lieber Bruder, ich habe in der Jahiliyyah ein Tattoo gemacht. Ja, also das heißt, er hat sich tätowieren lassen, was natürlich haram ist in unserer Religion. Möge Allah subhanahu wa ta'ala diesem Bruder vergeben. Aber er hat das halt gemacht und das war in der Zeit, wo er Allah subhanahu wa ta'ala noch nicht so gut kannte. Dann irgendwann, als Allah subhanahu wa ta'ala ihn recht geleitet hat, dann hat er einen gefragt, der Imam in einer Moschee ist, was er jetzt tun soll in dieser Situation, weil er hat gehört, dass das unrein ist und ist es überhaupt noch möglich, Wudu zu machen oder nicht? So sagte die Person zu ihm, du kannst das vergessen mit dem Wudu, dieses wirst du nie wieder machen können, weil du ab jetzt unrein bist. Möge Allah uns bewahren. Das heißt, er hat ihn abgehalten vom was? Vom Gebet. Ja, woher kommt das? Unwissenheit. Unwissenheit. Und wenn diese Person tatsächlich dann das Gebet gelassen hätte, was denkt ihr, wer trägt die Konsequenzen dieser Fatwa? Wer trägt sie? Der die Fatwa gesprochen hat. Der trägt die vollen Konsequenzen, wie der Prophet Muhammad sallam das gesagt hat. Deswegen aufpassen. Eine Fatwa, derjenige, der nach dieser Fatwa handelt, so bist du verantwortlich für die Handlungsweise dieser Person. Denn niemand anderem hat ihnen dieses eingeflüstert, außer du selber. Daher, liebe Geschwister, sollten wir lieber still sein und uns nochmal erkundigen, bevor wir etwas sagen, was danach gegen uns am Tage der Auferstehung sein wird. Möchtest du, dass Allah am Tage der Auferstehung dir ein dunkles Gesicht gibt, weil du über Allah gelogen hast? Wal-iyadu billah. Yawm al-qiyamah tara alladhina kadhabu ala Allah wujuhuhum Muswadda. Am Tage der Auferstehung wirst du diejenigen sehen, die über Allah gelogen haben, dass ihre Gesichter schwarz geworden sind. Alaysa yawm al-qiyamah tara alladhina kadabu ala Allahi wujuhum muswadda alaysa fi jahannam mathwan lil mutakabbirin. Ist denn nicht in der Hölle Jahannam? Ist denn nicht die Hölle Jahannam eine Heimstatt? Für wen? Für die Hochmütigen. Wal-iyadu billah. Schaut, wie Allah subhanahu wa ta'ala sie bezeichnet hat. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns immer auf unsere Zunge achten lassen und uns nicht über Dinge reden lassen, von denen wir nichts verstehen. Heute, liebe Geschwister, die 77. Frage. So stellt der Sheikh die Frage, Ma dalil al-iman bil-kutub. Was ist der Dalil? Das bedeutet der Beweis für den Glauben an die Bücher. Hier haben wir natürlich erstmal eine Sache, die wir erklären müssen. Wir haben gesagt, es gibt 6 Säulen des Iman. Wie viele Säulen gibt es? 6 Säulen. Diese Säulen sind für einen Muslim Pflicht daran zu glauben, und zwar alle 6 Säulen. Denn alle 6 Säulen sind miteinander verknüpft. Glaubt man an eine Säule
von diesen sechs Säulen nicht, so hat man sich von der Religion des Islam entfernt. Tayyib, wer erklärt mir das? Warum sind diese sechs Säulen miteinander verknüpft? Wir haben gesagt, die sechs Säulen des Iman, wer hilft mir schnell? Der Glaube an Allah, der Glaube an die Engel, an die Bücher, Propheten, an den jüngsten Tag, Vorherbestimmung im Guten und im Schlechten. Warum hängen diese Sachen zusammen? Warum kann ich nicht sagen, ich glaube an Allah, aber ich glaube zum Beispiel nicht an den jüngsten Tag? Nein, Hassan. Weil wenn man an Allah glaubt, dann glaubt doch, was Allah sagt. Wenn Allah sagt, dass er die Bücher gesandt hat, Engel erschaffen hat, nein, dann ist es ja ein Widerspruch in sich selber. Richtig. Wenn man sagt, ich glaube an Allah, so hat doch Allah subhanahu wa ta'ala uns sein Wort gelassen. Das Wort Allahs finden wir wo wieder? Im Koran. Allah bestätigt uns doch im Koran, dass es den Tag der Auferstehung gibt. Zum Beispiel sagt Allah subhanahu wa ta'ala, زَعْمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَلَّا يُبَعَثُوا. Die Kuffar behaupten, dass sie nicht wieder auferstehen. قُلْ بَلَى وربي لتبعثن ثم تنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. Aber sprich doch, Muhammad sallallahu alaihi wasallam sollte sprechen und ihnen sagen, bei deinem Herrn, Allah schwört bei sich selber, ihr werdet zurückgebracht und dann werdet ihr befragt werden über das, was ihr gemacht habt. Hier sagt Allah subhanahu wa ta'ala, za'ama alladhina kafaru, diejenigen, die kuffar sind, behaupten, sie werden nicht wieder auferstehen werden. Subhanallah al-Azim. Deswegen, wenn ein Muslim sagt, ich glaube an Allah, dann findet er doch wieder im Koran, dass Allah subhanahu wa ta'ala den Tag des jüngsten Gerichts bestätigt hat im Koran. Es ist doch eine bestätigte Tatsache, insofern, wenn du sagst, ich glaube an Allah, aber du leugnest den Tag des Gerichts, Frage, hast du nicht auch Allah geleugnet? Antwort, nein. Du hast auch Allah geleugnet. Wir haben heute Leute, liebe Geschwister, sie nennen sich Al-Quraniyun. Al-Quraniyun, der sagt, es gibt den Koran und der Koran ist authentisch, aber er glaubt nicht an die Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Die Gelehrten sagen über diese Person, der ist ein Lügner. Denn er lügt über Allah subhanahu wa ta'ala. Würde er wirklich dieser Ansicht folgen, dass er sagt, er glaubt an Allah, aber nicht an den Gesandten sallallahu alaihi wa sallam, sprich an die Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, dann was ist das für ein Glaube? Was soll dieses für ein Glaube sein? Wenn Allah subhanahu wa ta'ala uns im Koran bestätigt hat, dass wir dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam folgen müssen. Und natürlich, wenn wir ihm folgen, dann heißt es, wir folgen auch seiner Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Wie kann jetzt einer kommen und sagen, ich glaube an Allah, ich glaube an den Koran, aber ich glaube nicht an die Sunna. Das bedeutet, er glaubt auch nicht an Allah subhanahu wa ta'ala, an den Koran. Natürlich, weil Allah bestätigt doch im Koran, dass wir die Sunna als Wegweiser haben. وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ. Und das, was euch der Gesandte gegeben hat, das nimmt an. Das bedeutet, diese Sunna ist bestätigt. Wenn er jetzt sagt, ich glaube an Allah, aber nicht an die Sunna, dann sagen wir ihn jetzt symbolisch, ja. Wir sagen ihm, du bist ein Lügner, weder glaubst du an die Sunna noch an den Koran. Weil der Koran hat was bestätigt? Die Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aber leider wisst ihr, dass diese irregehende Gruppierung sich in der gesamten arabischen Welt ausgebreitet hat? Ja, warum? Weil die Leute Jahal sind. Womit sind sie beschäftigt? Mit Essen und mit Trinken. Ja? Wie du das heute siehst, subhanallah, warum die Muslime sich weit von dem Wissen entfernt haben. Liebe Geschwister, das siehst du auch, du fliegst heute mit einem Flugzeug, ja? Dann sitzt ein Deutscher neben dir, der setzt sich hin, dann macht er den Gürtel ran und dann, wenn der Abflug ist, wartet er eine Minute und dann holt er sein Buch raus und fängt an zu lesen. Du siehst einen Deutschen, der liest. Du siehst zwei Reihen weiter einen anderen Deutschen, der liest. Drei Reihen weiter eine andere Gruppe von Deutschen, die lesen alle. Dann guckst du einen Araber, der sagt zu seiner Frau, sind wir schon oben? Ja. Ja, hol mal Hähnchenbein raus. Ja, nur mit Essen beschäftigt. Nur mit Trinken beschäftigt. Aber subhanallah, Ilm hat bei uns keine Bedeutung, liebe Geschwister. Aber wo sollen wir denn ankommen, wenn wir Juhal bleiben? Wenn du ein Jahil bist,
ein Unwissender, dann wirst du Schwierigkeiten im Leben haben, weil du letztendlich alles glaubst, was man dir sagt. Und das ist das große Problem, wenn du dem zuhörst und du akzeptierst aber alles, was man dir sagt, was passiert dann in deinem Kopf? Du hast hier einen Zweifel und dort einen Zweifel, bis du zum Schluss aufgibst und sagst, lasst mich alle in Ruhe. Und dann hast du was gemacht? Du hast hier es, hä? Du hast hier die Religion einfach mal zur Seite gestellt. Hättest du deine Religion etwas gelernt, du brauchst kein Gelehrter zu sein, aber zumindest, dass du so viele Dinge lernst, dass du auch weißt, das ist richtig und das ist falsch, liebe Geschwister. Na, wer eine Sache von den sechs Säulen leugnet, er leugnet auch den Iman, den Glauben. Das bedeutet, dieser ist in diesem Fall kein Muslim mehr. Das letzte Mal haben wir über den Iman an Allah subhanahu wa ta'ala ausführlich gesprochen, liebe Geschwister. Und heute, bi'idhnillahi samia al-alim, werden wir über den Iman an die Bücher sprechen. Der Glaube an die Bücher. Und jeder Muslim muss wissen, dass der Glaube an die Bücher Folgendes bedeutet. Dass sie von Allah subhanahu wa ta'ala abstammen. Die Bücher stammen von Allah, dem Allmächtigen, ab. Das bedeutet, der gesamte Inhalt, der in diesem Buch vorhanden ist, ist von niemand anderem außer von Allah, dem Allmächtigen. Der Ursprung dieser Bücher ist von Allah subhanahu wa ta'ala und ein Muslim muss daran glauben. Ganz gleich, ob er die Bücher kennt oder nicht, liebe Geschwister. Ganz gleich, wenn jemand dir sagt, glaubst du an dieses und jenes Buch und das ist bestätigt in unserer Religion, dann musst du daran glauben, ob du dieses Buch kennst oder nicht kennst. Lasst uns darüber reden, welche Bücher erstmal herabgesandt wurden, liebe Geschwister. Sagt man, ist doch klar. Wir wissen, dieses Buch ist von dem und dieses Buch ist von dem und dieses Buch ist von dem. Warum gibt es Millionen von sogenannten Muslimen, die sind keine Muslime, die folgen einer Sekte, die heißen Qadianis. Die nennen sich auch gerne wie Ahmadiyya, aber sie sind keine Ahmadiyya. Ahmad ist ein schöner Name. Ahmad bedeutet, jetzt nicht, weil ich so heiße, ja. Ahmad ist auch der Name von wem? Von Propheten. Vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahmad ist auch der Name vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahmad bedeutet jemand, der Hamd macht, jemand, der Allah subhanahu wa ta'ala dankt und Lob preist. Die Leute nennen sich so, aber schaut mal, die haben ihren eigenen Propheten was? Kreiert. Okay, wenn dieser ein Prophet ist, dann fragen wir, welches Buch hat er denn bekommen von Allah? Wo steht geschrieben, dass dieser Führer von ihnen, Ahmed Mirza, Abu Hammam nennen wir ihn. Wisst ihr warum Abu Hammam? Vater von Toilette, weil er auf Toilette gestorben ist. Allah hat ihm eine Cholera-Krankheit gegeben, die so schmerzhaft war, dass er, wal-iyadu billah, als er auf Toilette gesessen hat, die Najasa, die Unreinheit, sogar aus seinen eigenen Augen herausgekommen ist. Und so ist er gestorben auf Toilette. Möge Allah ihm geben, was er verdient. Ein Feind Allahs. Der heißt Ahmed Mirza und der hat diese Qadianiyya gegründet. Und die Leute, ich meine, erstmal hat er gesagt, er ist Gott. Die Leute haben ihn nicht geglaubt. Die haben gesagt, nee, glaube ich nicht. Ja. Heute die Unwissenden, so glaube ich nicht. Ja. Und dann hat er erzählt, er wäre der Mahdi. Hat man ihn auch nicht geglaubt. Aber mit dem Propheten ist er durchgekommen. Ja? Schaut mal die Unwissenheit. Ja, nee, der hat sie belogen und betrogen und gesagt, ihr seid alle Hayawanat. Und die sagen ihm, wir glauben an dich. Dann sagen sie, ja, er ist ein Prophet. Dann haben sie bestätigt, er ist ein Prophet. Und dadurch, dass er gesagt hat, er ist ein Prophet, hat er sich hier was vom Islam losgesagt. Warum? Weil wir wissen, der letzte aller Propheten war Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Sagt man, hätten diese Leute 1, 2, 3 Grundlagen gelernt im Islam, hätten sie diesen Fehler begangen, dass sie ihm gefolgt werden? Antwort nein. Aber weil sie das nicht kennen, weil sie das nicht wissen. Und ich warne alle meine Brüder und Schwestern. Es gibt in Rudo, da hat man jetzt eine Städte aufgemacht. Ich nenne das keine Moschee von diesen Leuten. Wie gesagt, sie sind Kuffar. Mit Ittifaq aller Gelehrten, mit Ittifaq aller Gelehrten, mit Übereinstimmung aller Gelehrten. Sie haben eine Gebetsstätte in Rudo aufgemacht, weil dort gibt es fast keine Moscheen. Und wisst ihr, wer seine Kinder dorthin bringt? Was denkt ihr?
unsere lieben Muslime. Sie bringen ihre Kinder zu Kuffar und dort sollen sie ihre Religion lernen. Und wenn du ihnen sagst, das sind Kuffar, dann sagt er, ach, nimm das doch nicht so eng. Ja, nimm das doch nicht so eng. Ja, dann bring ihn doch gleich in die Schule, der soll dort Islam lernen. Subhanallah al-Adim. Diese Leute haben natürlich einen anderen Glauben als wir. Ja, aber wie sind wir dazu gekommen? Wo hat dieser Mann ein Kitab? Wo hat dieser Mann ein Buch bekommen? Er hat kein Buch bekommen. Aber lasst uns über die bestätigten Bücher sprechen im Koran, liebe Geschwister. Erstmal Suhuf Ibrahim wa Musa. Das ist erstmal eine bestätigte Tatsache im Koran. Suhuf Ibrahim wa Musa. Wir kommen zu den einzelnen Punkten. Dann Musa a.s. Er hat was bekommen? Die Taura. Aber auch was? Haben wir gerade genannt? Die Suhuf. Er hat Suhuf bekommen und er hat At-Taurat bekommen. Tora, sagt man auf Deutsch, bedeutet, das ist das Buch, was Musa a.s. bekommen hat. Dann gibt es Az-Zabur. Az-Zabur hat wer bekommen? Nein. Dawud a.s. Nicht unser Dawud. Unser Dawud hat einen kleinen Sohn bekommen, Alhamdulillah. Sein Name ist Yunus. Möge Allah ihn segnen und tugendhaft machen. Aber Dawud a.s. hat Az-Zabur bekommen, liebe Geschwister. Dann gibt es Isa a.s. Er hat welches Buch bekommen? Al-Injil hat Isa a.s. bekommen. Man sagt im Deutschen Testament. Und den Koran schlussendlich hat wer bekommen? Das ist jetzt die schwerste Frage. Na? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na, die Beweise dazu. Erstmal zu Suhuf Ibrahim und Musa. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran in der Sura 87: Inna hadha lafi suhufi al-ula. Suhufi Ibrahim wa Musa. Das steht bereits in den früheren offenbarten Schriften, in den Schriften von Ibrahim und Musa. Was sind diese Suhuf? War das so etwas wie der Koran? War das so etwas wie die Tora? War das so etwas wie die Bibel, wie das Testament? Nein. As-Suhuf, sagen die Gelehrten, waren Schriften, in denen Ermahnung und Weisheiten enthalten waren. Das bedeutet nicht ein Buch, wie wir es kennen, von den Gesandten, wie sie es bekommen haben, sondern das waren so mehr Ermahnung und Weisheiten sozusagen in diesen Büchern, liebe Geschwister. Was die Zabur anbelangt, so sagt Allah subhanahu wa ta'ala in Surah An-Nisa, وَلَقَدْ نَعْفًا نِشْوَى لَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُدَ الزَّبُورِ. Und wir haben ja einige der Propheten vor anderen bevorzugt. Wir haben einige der Propheten vor anderen bevorzugt und Dawud haben wir ein Buch gegeben. Und Dawud haben wir ein Buch gegeben. Der Name von diesem Buch ist Zabur, liebe Geschwister. Das sind bestätigte Dinge, die passiert sind. Allah Azza wa Jal, er sagt uns etwas über eine Zeit, wo wir nicht da waren. Aber wir wissen, was Allah subhanahu wa ta'ala uns sagt, ist nichts anderes als die Wahrheit. Hast du das gesehen, dass Dawud ein Zabur bekommen hat? Nein. Hast du gesehen, dass Ibrahim a.s. As-Suhuf bekommen hat? Nein. Warum glaubst du daran? Weil im Koran steht. Richtig. Wir haben das letztes Mal gemacht, liebe Geschwister, als wir über Iman, über Allah subhanahu wa ta'ala gesprochen haben. Den Glauben an Allah. Wir haben gesagt, eine Grundregel ist, wir bestätigen alles, was Allah bestätigt. Und wir verneinen alles, was Allah verneint. Das ist sehr wichtig, diese Regel. Die wird uns unser ganzes Leben befolgen, liebe Geschwister. Na, und dann haben wir auch bestätigt im Koran, dass es die Tora und den Injil gibt. Allah subhanahu wa ta'ala sagt in Surah 3, Surah 3 ist die Surah Ali Imran. Alif Lam Mim, Allahu la ilaha illa huwa al-hayyu al-qayyum, nazzala alayka al-kitaba bil-haqq, musaddiqan lima bayna yadayhi min at-Tawrat wal-Injil. Alif Lam Mim, Allah, es gibt niemand außer ihm, der mit Recht und Wahrheit angebetet werden darf, der Lebendige, der Beständige. Er hat das Buch mit der Wahrheit, Allah hat das Buch auf dich, ja Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mit der Wahrheit herabgesandt, als Bestätigung, was vor ihm gewesen ist, was vor dem Koran gewesen ist. Und er hat die Tora und das Evangelium herabgesandt. Wer hat die Tora und das Evangelium herabgesandt? Allah subhanahu wa ta'ala. Das heißt, haben wir die Bestätigung? Nein. Allah hat uns bestätigt, diese Bücher gibt es tatsächlich immer noch
Aber wir reden jetzt über einen ganz besonderen Zustand. Wer sagt mir, welchen Zustand der Bücher reden wir? Tufa. Sehr gut. Über den ursprünglichen Zustand. Über den ursprünglichen Zustand, liebe Geschwister. Denn diese Bücher wurden geändert. Subhanallah al-Azim. Die Tora und Al-Injil wurden geändert. Allah subhanahu wa ta'ala sagt uns in der Surah 2, in der Ayah 75, أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَ مِّنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Begehrt ihr Muslime denn, dass sie, die Juden, an euch glauben, wo doch eine Gruppe von ihnen das Wort Allahs gehört und es dann, nachdem er es begriffen hatte, Allahu Akbar, nachdem er es begriffen hatte, wissentlich verfälscht hat. Das bedeutet, diese Leute, über die Allah subhanahu wa ta'ala uns berichtet, hier in Surah Al-Baqarah, die haben das Wort Allahs gehört, aber weil es ihnen nicht geschmeckt hat, weil es nicht mit ihrem Gelüst übereingestimmt hat, haben sie einfach mal das Wort Allahs gefälscht. Allahu Akbar. Deswegen haben sie ja auch gesagt, Sami'na wa asayna. Wir hören, aber wir gehorchen nicht. Was heißt Sami'na wa asayna? Das heißt, wir haben sehr wohl gehört, was du möchtest, ja Allah. Aber wir wollen dieses nicht tun. Was hat der Muslim zu sagen? Sami'na wa ata'na. Wir hören und wir gehorchen, liebe Geschwister. Subhanallah. Darum, weil Allah subhanahu wa ta'ala uns damit prüft, wenn er uns Regeln vorschreibt, wenn Allah subhanahu wa ta'ala uns Gesetze vorschreibt, dann deswegen, weil Allah sehen will, ob wir wirklich Allahs Untergebene sind, liebe Geschwister. Es heißt in einer Überlieferung von Imam Ahmad, rahimullah ta'ala, dass die Gefährten des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, die Sahaba, zu ihm hingingen, zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und sie sagten, ja Rasulallah, uns wurden Taten auferlegt. Allah hat uns Taten auferlegt, denen wir nachkommen können. Wir machen diese Taten. Wir verrichten das Gebet. Und wir fasten. Und wir kämpfen auf dem Wege Allahs. Und wir spenden auch. Aber können wir dieses jetzt praktizieren, was Allah uns neu auferlegt hat? Denn Allah hat eine Ayah herabgesandt, liebe Geschwister, dass Allah subhanahu wa ta'ala selbst die Gedanken, die wir haben, dass Allah azza wa jal uns dafür zur Rechenschaft ziehen wird. Allahu Akbar. Wäre das schwer? Ey Wallah. Wir wären alle vernichtet, wenn diese Regel Bestand gehabt hätte, liebe Geschwister. Denn überlegt mal, wie viele Gedanken spielen sich im Laufe des Tages ab bei dir? Von Sünden über Kufr. Kommt nicht Shaitan und sagt dir, du bist Kafir. Du bist Kafir. Du bist Kafir, sieh es endlich ein. Und er sagt das so lange, bis du daran glaubst. Ja, der kommt immer wieder zu dir. Warum? Weil es bei dir was zu holen gibt. Ibn Abbas, radiallahu an, er wurde gefragt, warum kriegen die Juden keine Einflüsterung im Gebet? Er sagte, was sollte Shaitan in einem Haus machen, was kaputt ist? Was sollte Shaitan in einem Haus machen, was kaputt ist? Das heißt, bei ihm gibt es was nicht zu holen? Keinen? Kein Iman. Deswegen strengt er sich auch nicht an. Nein, die nehmen sich gegenseitig den Iman. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Es gibt nichts in so einem kaputten Haus zu holen, wie Ibn Abbas radiallahu anhu arda gesagt hat. Wenn Verfassungsschmutz was sagt, geht zu Ibn Abbas, aber er ist schon tot. Möge Allah mit ihm barmherzig sein. Liebe Geschwister, sie haben gesagt, oh, wir können das nicht mehr aushalten. Das ist zu viel für uns. Das ist zu viel für uns. All diese Taten, die wir machen sie gerne. Wir machen sie auch. Es fällt uns schwer, aber dass wir jetzt noch für unsere Gedanken belangt werden, das schaffen wir nicht. Schaut mal, was der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam zu ihnen gesagt hat. Wollt ihr denn das sagen, was die Leute der Schrift, sprich die Christen und Juden, schon vor euch gesagt haben? Wir hören, aber wir gehorchen nicht. Ihr solltet eher sagen, wir hören und gehorchen. Gewähre uns deine Vergebung, ja Allah, unser Herr. Und zu dir ist unsere Rückkehr. Allahu Akbar. Das ist der Muslim. Der untergibt sich, auch wenn etwas gegen seine Gelüste ist. Aber er akzeptiert es. Warum? Weil es von Allah subhanahu wa ta'ala kommt. Und ein Muslim stellt niemals seine Wünsche, seine Begierden, seine Interessen über das Gebot Allah subhanahu wa ta'ala. Denn das heißt der Islam, dass du ergeben bist, obwohl dir manche Sachen schwerfallen, so tust du es trotzdem nur mit dem Ziel, dass wer mit dir zufrieden ist. Allah subhanahu wa ta'ala. Wenn ich in die Runde fragen würde, welche Sache fällt dir schwer? Welche Sache fällt dir schwer? Jedem fällt eine Sache ein, die sehr, sehr schwer für ihn umzusetzen ist. Aber letztendlich, wenn man sich völlig ergeben möchte,
was bleibt einem anderes übrig, liebe Geschwister? Die Sahaba radiallahu anhum, sie haben ein falsches Verhalten gehabt. Sie haben gesagt, wir können nicht mehr. Der Gesandte sallallahu alaihi wasallam hat sie ermahnt. Er hat sie erzogen zum Iman, zu dem richtigen Glauben, liebe Geschwister. Bis er gesagt hat, wollt ihr so sein wie die früheren, die vor euch waren, die gesagt haben, wir hören, aber wir gehorchen nicht. Und wie viele Muslime hören, aber gehorchen nicht. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns recht leiten. Subhanallah, dann haben sie sich ergeben, die Sahaba radiallahu anhu. Als sie sich ergeben haben, und Allah schaut auf ihre Herzen, Allah schaut auf ihre Herzen, als sie sich ergeben haben, hat Allah dieses Gebot aufgehoben, dass er sie für ihre Gedanken belangen möchte. Dass er sie für ihre Gedanken belangen möchte. Schaut mal, Allah wollte nur was bei ihnen sehen, ob sie richtig Ergebene sind. Deswegen, lieber Bruder und liebe Schwester, mache eine Sache. Ich weiß, es gibt viele Gebote im Islam. Walhamdulillah Rabbil Alamin. Aber wisse, jedes Gebot ist gut für dich, denn Allah subhanahu wa ta'ala hält uns ab von Schändlichem. Ihr wisst, liebe Geschwister, es gibt Leute, die trinken Alkohol. Ja, was passiert denn, wenn er Alkohol getrunken hat? Was passiert mit dieser Person? Hat er danach mehr Probleme oder weniger Probleme? Er hat mehr Probleme. Warum? Jetzt zu all seinen Problemen, die er vorher hatte, und deswegen hat er angefangen, Alkohol zu trinken, kommt noch ein gravierendes Problem hinzu, das Problem der Sucht. Er wollte seine Probleme alle damit bereinigen, dass er anfängt zu trinken, und hat nicht gemerkt, der Ärmste, dass er sich jetzt das größte Problem reingeholt hat in das Haus. Allah möchte uns davor bewahren. Allah möchte nicht, dass wir uns selber schaden, liebe Geschwister. Und schaut diese Leute an. Walayyadu billah, man sieht immer mehr Jugendliche, die trinken auf offener Straße, manchmal schon um 7, 8 Uhr morgens. Du kommst gerade vom Fajr-Gebet, du schaust, subhanallah, die Tauben fliegen hier und die Bäume und die Vögel zwitschern. Auf einmal zwitschert eine andere Person, weil er besoffen ist. Du guckst ihn an, subhanallah, es ist gerade mal 7 Uhr morgens, 8 Uhr morgens, der ist mit einer Bierflasche. Und was denkt dir derjenige, der schon so früh am Morgen trinkt, hat der ein Alkoholproblem oder nicht? Na, das ist das Problem. Allah möchte nicht, dass wir in diese Sünden fallen, in diese Schwierigkeiten des Lebens fallen, denn Allah weiß, dass wir damit nicht glücklich werden, liebe Geschwister. Wenn du als Muslim sagst, ich ergebe mich völlig, ich weiß, dass manche Dinge schwerer für mich zu praktizieren sind als andere, aber du versuchst und Allah sieht deine Bemühungen, dann wird Allah subhanahu wa ta'ala es dir leicht machen. Inna ma'al usri, yusra, wahrlich nach Erschwernis kommt Erleichterung. Und Allah hat das zweimal gesagt. Allah subhanahu wa ta'ala hat das zweimal gesagt. Daher wisse, auch wenn es dir schwerfällt, es wird der Zeitpunkt kommen, wo es dir leichter fällt. Das erste Mal, wo du zum Fajr-Gebet aufstehen musstest, deine Augen sahen aus, als hättest du gerade gegen Tyson geboxt, richtig? Ja, eine dicke Augen und du hast gesagt, oh, wo bin ich und hier und da. Und mittlerweile fällt es dir sehr leicht. Warum? Weil du hast dich angestrengt und du wolltest dieses Gebot einhalten und du wusstest ganz genau, wenn ich das Gebet zu dieser Zeit nicht bete, das heißt, ich habe ein Gebet absichtlich gelassen. Ich habe ein Gebet absichtlich gelassen. Ibn Majah, überliefert vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dass dieser sagte, man taraka salatan maktubatan. Derjenige, der ein Gebet absichtlich unterlässt, der hat Kufr begangen. Du wusstest das. Du weißt, dass es so eine Überlieferung gibt. Also hast du dich nicht mehr getraut, das Gebet zu einer späteren Zeit zu beten, weil du wusstest, das Gebet ist dann weg. Du kannst es nicht mehr nachbeten. Es ist weg, wenn du es absichtlich gelassen hast, nicht aus Versehen, dass du verschlafen hast oder dass du es vergessen hast. Wir reden hier über die Leute, die das absichtlich gemacht haben. Daher, liebe Geschwister, Allah subhanahu wa ta'ala hat das Gebot aufgehoben, dass diese Leute für ihre Gedanken bestraft werden. Warum? Weil sie sich ab diesem Moment ergeben haben. Na, das bedeutet, wir haben gesagt, es gibt Bücher. Allah subhanahu wa ta'ala hat sie bestätigt. Nochmal, As-Suhuf von Ibrahim wa Musa, dann gibt es Injil und es gibt die Tora. Und es gibt, liebe Geschwister, den Koran. Na, und über manche Bücher hat Allah subhanahu wa ta'ala uns berichtet, dass sie gefälscht sind. Aber nichtsdestotrotz, diese Bücher, wie wir gesagt haben, im Koran steht, dass sie ursprünglich von wem sind? Von Allah subhanahu wa ta'ala. Daher, wenn ein Muslim sagt, ich glaube an den Koran, nicht aber an die Tora oder an Injil, so ist er kein Muslim. Wenn der Muslim sagt, ich glaube an den Koran, aber nicht an die Tora und nicht an den Injil, dann ist er kein Muslim mehr, liebe Geschwister.
Und wenn wir sagen, wir glauben daran, dann nochmal an den ursprünglichen Zustand, so wie sie von Allah subhanahu wa ta'ala herabgesandt wurden, diese Bücher. Natürlich, wer macht dieses, dass er sagt, ich glaube an dieses Buch, aber nicht an jenes Buch? Das machen die Juden und die Christen, liebe Geschwister. Aber unser Glaube ist nicht wie ihr Glaube. Sie glauben an ihre gefälschten Bücher und verleugnen unser authentisches Buch. Allahu Akbar, überlegt mal. Die wissen, dieses Buch ist gefälscht. Gefälscht, gefälscht. Und hier ist der Koran, der ist wahrhaftig. Und kein Buchstabe ist darin falsch, liebe Geschwister. Und trotzdem sagen sie, den Koran lehnen wir ab und wir glauben an unsere gefälschten Bücher. Sie denken, dass diese gefälschten Bücher ihnen etwas nützen werden, liebe Geschwister. Und das ist der Dauer. Das ist dieser Irrtum. Wie kannst du an ein Buch glauben, wo du selber weißt, es ist gefälscht? Eine Frage bitte, wissen Sie, dass Ihre Bücher gefälscht sind oder nicht? Sie wissen das. Sie wissen das mit absoluter Sicherheit. Aber trotzdem lassen Sie dieses Buch und Sie lassen unseren Koran. Subhanallah al-Azim. Außer wenn Sie gegen dich argumentieren, dann kommen Sie mit Surah al-Baqarah. Ihr wisst, welche Eier? Was denkt ihr, welche Eier? Auf einmal glauben Sie daran. Inna alladhina amanu walladhina hadu wal-nasara was-sabi'in man amana billahi واليوم الآخر وعمل صالحا فله أجره عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Diejenigen, die glauben und die Juden und die Christen und die Sabäer, wer auch immer an Allah und den jüngsten Tag glaubt und Gutes tut, so braucht er sich nicht zu fürchten und er muss nicht traurig sein. Subhanallah al-Azim, auf einmal glaubt man an unser Buch. Was denkt ihr, gibt es ein Interesse in dieser Eier oder nicht? Ja, es gibt ein Interesse, weil sie sagen uns, schaut, auch in eurem Buch steht, dass wir in das Paradies kommen. Aber wir sagen ihnen, leider seid ihr nicht damit gemeint, sondern das sind diejenigen, die Moses und die Jesus wahrhaftig gefolgt haben, wahrhaftig gefolgt sind, diese sind damit gemeint. Denn diese waren nichts anderes als Muslime, weil sie sich Allah subhanahu wa ta'ala ergeben haben. Und das ist der Irrtum, liebe Geschwister, dass man gefälschte Bücher bestätigt, während man ein Buch hat, was authentisch, absolut authentisch ist, und man sagt, dieses Buch ist nicht authentisch. Wie kannst du in einem Buch lesen, wo du nicht weißt, ist das jetzt richtig oder nicht? Wird man ein ruhiges Herz bekommen? Sag mir bitte. Wenn du ein Buch vor dir hast, du weißt, jedes zweite Wort könnte gefälscht sein. Wirst du mit Ruhe darin lesen oder nicht? Antwort nein. Aber Alhamdulillah, im Koran liest du jedes Wort mit absoluter Ruhe, weil du weißt, es ist von niemand anderem außer von Allah subhanahu wa ta'ala. Deswegen, liebe Geschwister, der Koran ist das wahrhaftige Buch gegenüber den anderen Büchern. Sie wurden gefälscht. Wir glauben an den ursprünglichen Zustand dieser Bücher, so wie sie damals herabgesandt wurden, richtig. Aber wir glauben nicht mehr an die Bücher heute, wie sie jetzt vor uns liegen, bedeutet gefälscht. So darfst du nicht daran glauben. Nicht, dass du sagst, ja, ich glaube jetzt an den Injil, wie er ist. Nein. Wie er ursprünglich war, da musst du daran glauben, da musst du daran glauben als Muslim, aber jetzt in diesem Zustand, wie er gefälscht ist, darfst du nicht daran glauben. Der Koran jedoch, liebe Geschwister, er ist das authentischste Buch, er ist das Buch, was keinen Fehler und keine Falschheit beinhaltet. Allah subhanahu wa ta'ala sagt in Surah Al-Fussilat, La ya'tihi al-batil, la ya'tihi al-batil min bayni yadayhi, Falschheit kann an dieses Buch, den Koran, nicht herankommen, weder von vorn noch von hinten. Allahu Akbar. Allah hat dieses Buch geschützt. Kein einziger Fehler wird sich in diesem Buch ergeben, denn der Koran ist das Wort Allahs. Ja, sagt man auch Injil und Taurat, richtig, aber bis zu dem Zeitpunkt, wo sie gefälscht wurden. Danach ist es nicht mehr das Wort Allahs. Aber der Koran ist bis jetzt das Wort Allahs geblieben, liebe Geschwister. Und dieses Buch beinhaltet keine Widersprüche. Warum? Weil ein Widerspruch kommt nur bei jemandem vor, der auch Fehler begehen wird. Und das ist ein Mensch. Jeder Mensch macht Fehler, liebe Geschwister. Aber auf Allah subhanahu wa ta'ala trifft dieses nicht zu. Allah subhanahu wa ta'ala sagt in Surah An-Nisa, أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ
warum studieren sie nicht den Koran? وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اِخْتِلَافًا كَثِيرًا. Wenn dieser Koran von einem anderen wäre als von Allah, so würden sie in diesem Koran viel Widersprüche finden. Aber tatsächlich, niemand hat es bis jetzt geschafft, Widersprüche in diesem Koran zu finden. Und ihr werdet lachen, es gibt Leute, die haben es sich zur Lebensaufgabe gemacht, nach Fehlern zu suchen im Koran, und sie sind gestorben, ohne dass sie nur einen einzigen Fehler entdeckt haben. Subhanallah al-Azim. Eine Frage: Gibt es in der Bibel sowohl Fehler als auch Widersprüche? Was sagt ihr? Ja. Tayyib, Frage: Warum? Warum gibt es darin Fehler und Widersprüche, nicht aber im Koran? Wer sagt mir die Antwort? Das ist eine Frage an euch, nachdem ihr ein paar Grundlagen gelernt habt. Mohammed. Sowohl Worte von Allah vermischt mit Worten nicht von Allah, von Menschen, gefälscht worden. Und was hat das mit Menschen dann auf sich, wenn Menschen darin geschrieben haben? Dass sie Fehler machen. Dass sie Fehler machen. Das heißt, liebe Geschwister, es gibt Fehler in der Torah und im Injil deswegen, weil Menschen es geändert haben. Und hier seht ihr doch den besten Beweis. Hier seht ihr den deutlichsten Beweis. Wenn Menschen anfangen, etwas zu tun, dann gibt es darin Fehler. Aber bei Allah subhanahu wa ta'ala in seinem Koran hat bis jetzt noch niemand einen Fehler herausgefunden. Und ich bitte euch, liebe Geschwister, und Hand aufs Herz, gäbe es einen Fehler im Koran, wären nicht die Feinde Allahs schon über uns hergefallen mit diesem Fehler? Antwort: Aber sie haben nicht. Sie haben nicht. Wallahi, letztens, ich habe so ein Video geguckt, das war im Rahmen, als wir so ein paar Sektenvideos gesehen haben. Da war einer, der war so lächerlich. Der schreibt so deutliche Widersprüche im Koran. Wallahi al-Azim, ich habe mich so totgelacht. Ich habe gesagt, was für ein Jahil, Abu Jahil. Der kennt den Koran nicht und weiß nicht, wie man die Ayat offenbart. Und dann bringt er auch diese Ayat mit den Juden und Christen. Und von der anderen Seite, Allah sagt, der Islam, die Religion bei Allah ist der Islam. Das war jetzt ein Widerspruch. Subhanallah al-Azim. Wo war das ein Widerspruch? Ja, das ist das Problem. Aber sie können wen damit verunsichern? Die Unwissenden. Und deswegen, ich möchte nicht, liebe Geschwister, dass wir in so einem Zustand sind, dass wirklich Leute, die Kuffar sind und keine Rechtleitung haben, dass diese Leute es schaffen, uns zu verunsichern. Das ist eine Blamage. Das ist eine Blamage, dass Leute, die keine Rechtleitung haben, dich verunsichern, der du das Buch der Rechtleitung besitzt. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns Wissen geben. Dann die Tora und Al-Injil wurden gefälscht, liebe Geschwister. Und niemand von den Anhängern von den Christen und von den Juden behauptet auch etwas anderes. Nein, liebe Geschwister, man weiß, dass diese Bücher nicht geschützt sind. Aber die Frage ist, warum hat Allah subhanahu wa ta'ala diese Bücher nicht geschützt? Deswegen, weil Allah subhanahu wa ta'ala die Botschaft mit Moses und Jesus beendet oder noch nicht beendet hat. Noch nicht beendet hat. Deswegen, Allah wusste schon, was kommen wird. Antwort: Ja. Und er wusste, dass Muhammad s.a.w. der letzte aller Gesandte sein wird. Antwort: Ja. Deswegen hat Allah nach Muhammad s.a.w. noch einen weiteren Propheten gesandt. Antwort: Nein. Und auch nicht dieser Mirza Abu Hammam. Der hat sich selbst in der Toilette sein Schicksal eingeholt, liebe Geschwister. Weder kam noch Muhammad s.a.w. Propheten, noch gab es nach Muhammad s.a.w. was? Bücher. Also insofern hat mit ihm sallallahu alaihi wasallam die Botschaft geendet. Und deswegen hat Allah subhanahu wa ta'ala es zugelassen. Denn nichts passiert, wie ihr wisst, liebe Geschwister, außer dass Allah azza wa jal eine Sache zulässt. Allah hat es zugelassen, dass die alten Bücher gefälscht werden, denn sie sollten sowieso nicht mehr aktuell sein. Denn das aktuelle Buch für alle Menschen, für Juden und für Christen, und für was auch immer die Leute sich zuschreiben, ist der Koran Al-Karim. Wer ihm folgt, so wird er die Rechtleitung haben und in das Paradies gehen. Wer ihm aber nicht folgt, so wird er Verdammnis und Elend in dieser Welt haben und er wird für ewig in das Höllenfeuer kommen, liebe Geschwister. Das deswegen, weil manche Leute leider nicht überlegen, warum ist nach dem Koran kein Buch mehr gekommen. Allah wird uns abrechnen nach dem Koran. Unsere Taten werden verglichen mit dem, was der Koran und die Sunna uns gebieten. Und daher muss ein Muslim an diesen beiden Büchern festhalten, dass er kein anderes Buch
Kein anderes Buch akzeptiert, außer diese Bücher, liebe Geschwister. Das ist der Glaube des Muslims. Tut uns leid, wir werden unseren Glauben nicht ändern für irgendwelche Leute, denen das nicht gefällt, was wir sagen. Das ist der Glaube des Islam. Das ist der Glaube des Islam, dass wir sagen, dieses Buch ist das letzte Buch, was offenbart wurde und jeder Mensch muss nach diesem Buch handeln und keiner kann Yawm al-Qiyamah kommen und sagen, ja, das Buch war doch gefälscht, denn dieses Buch war nicht gefälscht. Der Koran ist wahrhaftig geblieben, liebe Geschwister. Wir haben gehört, es gab unterschiedliche Bücher. Und eine Nebeninformation will ich euch noch sagen, das hat auch mit Ramadan zu tun, das ist sehr, sehr schön. Alle Bücher, offenbarten Bücher über Taurat und Injil und Suhuf von Ibrahim und Musa und auch der Koran wurden in welchem Monat herabgesandt? Im Ramadan. Allahu Akbar. Was für ein segensreicher Monat. Alle Bücher wurden im Ramadan herabgesandt, wie es in einer authentischen Überlieferung bei Imam Ahmed, rahimahullah ta'ala, heißt, liebe Geschwister. Erstmal sollten wir wissen, was ist der Unterschied zwischen diesen Büchern? Es gab die Tora und es gab den Injil und es gibt den Koran. Was ist der Unterschied? Der Unterschied sind die einzelnen Gesetze. Allah subhanahu wa ta'ala hat manchen Völkern andere Gesetze auferlegt mit seinem völligen Wissen und seiner völligen Weisheit als andere Völker. So wissen wir, zum Beispiel gab es unter den früheren Völkern Menschen, die mussten mehrere Gebete verrichten als wir heute. Wo ist der Beweis, dass es Völker gab, die mussten mehrere Gebete verrichten als wir heute? Wir haben 5 Gebete, richtig? Na? Außer bei manchen Sekten, die haben 1 oder ein halbes, je nachdem. Aber wir haben im Islam 5 Gebete. Wo ist der Beweis, dass manche Völker mehr Gebete gemacht haben? Bilal. In dem Hadith, wo der Prophet also Isra und Mi'raj gemacht hat. Na. Wo er, ich glaube, Musa getroffen hat, Allahu a'lam. Na. Er zu Allah gegangen ist und Allah subhanahu wa ta'ala hat ihm also mehr als 5 Gebete aufgetragen. Und dann hat Musa zu ihm gesagt, ja Muhammad, geh wieder hoch, deine Umma wird das nicht schaffen. Also weil viele Völker vor dir daran gescheitert sind. Das ist der entscheidende Beweis. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, er wurde erhoben zu Islam und Mi'raj. Und dort hat er verschiedene Propheten getroffen. Unter anderem auch Musa alaihi salam. Allah macht möglich, was niemand von uns begreifen kann, liebe Geschwister. Er hat Musa alaihi salam begegnet und Musa alaihi salam hat erfahren, dass Allah subhanahu wa ta'ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam Gebete auferlegt hat. Nicht 5 und nicht 7 und nicht 8, liebe Geschwister. Allah hat ihm mehrere Gebete auferlegt. Dann hat Musa alaihi salam gesagt, geh zurück und bitte, dass Allah subhanahu wa ta'ala dir weniger als dieses auferlegt. Dann ist er immer wieder zurückgegangen, bis es zum Schluss 5 Gebete gewesen sind. Dann hat Muhammad sallallahu alaihi wasallam sich geschämt, nochmal zu ihm hinzugehen, zu Allah subhanahu wa ta'ala. Das war, wie gesagt, während der Nachtreise, liebe Geschwister. Aber Musa alaihi salam hat hier etwas Wichtiges zu ihm gesagt, zu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Vor dir waren Völker, sie sind daran zugrunde gegangen, das heißt an die vielen Gebete. Das bedeutet, es gab immer was, unterschiedliche Gesetze. Es gab unterschiedliche Gesetze. Manchmal hat Allah dieses Gesetz gemacht und bei einem anderen dieses Gesetz, liebe Geschwister. Aber es gab eine zentrale Botschaft von allen Büchern. So sagt Allah subhanahu wa ta'ala uns in Surah Al-Anbiya in der Ayah 25: Ma arsalna min qablik min rasulin illa nuhi ilay. Wir haben vor dir keinen Gesandten geschickt, den wir nicht eingaben. Annahu la ilaha illa ana fa'budun. Wir haben vor dir keinen Gesandten geschickt, den wir nicht eingaben, das heißt Wahi, eingegeben haben, dass es außer mir keinen gibt, der mit Recht und Wahrheit angebetet werden darf, so dient mir allein. Das war immer die zentrale Botschaft. Und Allah sagt das. Wa ma arsalna min qabli. Wir haben niemanden vor dir geschickt. Das bedeutet, alle, die wir geschickt haben, sind mit dieser Botschaft gekommen. Diese Botschaft war immer die zentrale Botschaft. La ilaha illallah. Und diese Botschaft wurde niemals geändert. Und deswegen, wer das versteht, liebe Geschwister, der weiß, dass Jesus kein was sein kann? Kein Gott. Und dass Moses kein Gott sein kann. Dass Moses kein Sohn sein kann. Dass Jesus kein Sohn sein kann. Denn diese Leute sind irre gegangen an diesen Behauptungen, weil sie diesen Koran nicht studiert haben. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns auf dem Weg der Rechtleitung
befestigen, habe ich etwas Gutes gesagt, ist es von Allah, habe ich etwas Schlechtes gesagt, ist es von mir und von Ash-Shaytan, möge Allah subhanahu wa ta'ala mir vergeben, subhanakallahu wa bihamdik, ashadu an la ilaha illa an, astaghfiruka wa atubu ilayk. Das nächste Mal, liebe Geschwister, reden wir über den Iman an die Propheten, über den Iman an die Propheten. Na, wenn es Fragen gibt hierzu, inshallah ta'ala, habt ihr die Möglichkeit, sie jetzt zu stellen. Verdammt. Wir wissen ja, es gibt Propheten und Gesandten. Und na, der Unterschied zwischen Propheten und Gesandten, dass die Gesandten mit einer Gesetzgebung von Allah subhanahu wa ta'ala gekommen ist. Na. Aber jetzt haben wir gelernt, es gibt nur 6 Bücher, aber es gibt mehr Gesandten. Also nach der Überlieferung über 380, Allah war ein Beispiel, Gesandten jetzt. Wo ist der Zusammenhang zwischen Büchern und Gesandten? Hat jeder ein Gesandter ein Buch gehabt? Der Bruder sagt, wo ist der Zusammenhang zwischen Bücher und Gesandter? Hat jetzt jeder Gesandte ein Buch gehabt? Allah subhanahu wa ta'ala sagt, لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب. Wir haben unsere Gesandten mit was geschickt? Mit der deutlichen Wahrheit. Und wir haben mit ihnen was gesandt? Bücher. Das sind nicht die einzigen Bücher. Das sind die Bücher, die Allah uns detailliert genannt hat. Aber es gibt andere Bücher. Und auch andere Propheten. Nicht alle Propheten hat Allah uns im Koran genannt. Die Überlieferung bei Imam Ahmed, dass Allah subhanahu wa ta'ala 124.000 Propheten geschickt hat, wenn sie authentisch ist. Und Ibn Hibban sagt, sie ist authentisch. Sheikh al-Albani sagt, sie ist authentisch. Dann heißt das, dass so viele Propheten geschickt wurden. Wir glauben an alle, dessen Namen wir im Koran erwähnt haben und dessen Namen wir im Koran nicht erwähnt haben. Daher, liebe Geschwister, wenn jeder Prophet ein Buch gehabt hat, dann haben sie auch Bücher gehabt. Aber die Allah subhanahu wa ta'ala uns deutlich genannt hat, waren die, über die wir gesprochen haben. Wallahu ta'ala ala wa'ala. Die Juden behaupten, dass sie auch eine Schrift haben, die heißt Talmud. Ist das bei uns auch bestätigt? Die Juden behaupten, dass sie eine Schrift haben, die, wie heißt? Talmud. Ah, aywa, das sind die ultranationalistischen Zionisten, waliyadu billah, die sagen da drin in dieser Schrift, dass sie die Herrenrasse sind und dass alles andere niedrige Leute sind und dass sie wie Vieh behandelt werden müssen, so dass diese Rasse hervorgehoben ist. Im Übrigen, wo hört man diese Sachen? Wo hört man diese Sachen? Das sagen Zionisten öffentlich in diesem Buch. Es gibt ein Buch, da sagen Zionisten öffentlich, wir sind die Herrenrasse. Aber traut man sich an sie herein oder hat man ein bisschen Angst vor ihnen? Bak, 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 bak. Man traut sich nicht, über ihnen was zu sagen. Aber wenn ein Muslim einen Satz schreibt, subhanallah, dann siehst du, die gesamte Armee kommt morgen zu ihm nach Hause. Aber das ist die Sache, liebe Geschwister, dass manche Leute, subhanallah, alles machen hier, was sie wollen, weil sie auch das Geld in der Hand haben und die anderen deswegen ruhig sind. Möge Allah uns bewahren. Die haben Dinge darin aufgeführt, walayadu billah, die sagen, wir sind die Herrenrasse, wir sind die wahrhaftig wahre Rasse, alles andere außer uns. Das heißt, jeder Jude ist ein Mensch. Was sagt man umgekehrt damit? Jeder Nichtjude ist kein Mensch. Das steht bei ihnen drin. Das steht bei ihnen drin. Wir können 100 und 1000 Beweise dafür holen. Na, tfadal, Abdullah. Wie ist das, werden die Scheratiner, die Jinn vertrieben durch Mist oder Papyrus, da was bekannt ist? Werden Scheatin durch Misk vertrieben? Wallahu alam, das weiß ich nicht. Von Misk, ich kenne keine Überlieferung, die sagt, dass Misk die Scheatin vertreibt. Aber Koran vertreibt sie. Darüber haben wir was Authentisches. Das ist mein. Die Schriften von Dawud al-Islam und von Ibrahim sind existieren die noch? Oder? Von Ibrahim al-Islam? So? Wir wissen das nicht. Ob davon Teile enthalten sind oder nicht, Allahu a'lam. Fadl, tu. Wie ist das von der Hikmah, wenn ich jemanden zum Spenden motivieren will? Also wie gehe ich vor? Er möchte das eigentlich nicht, aber ich möchte ihn überzeugen, dass es was Gutes ist. Na, wie kann ich jemanden überzeugen, dass es gut ist zu spenden? Indem ich ihm natürlich die Vorteile sage, die im Koran drin stehen und in der Sunna des Propheten Muhammad s.a.w., um ihn zu motivieren. Passt auf, aber jemanden dazu zu bringen, zu spenden, aber er möchte das nicht und er spendet, obwohl er es eigentlich nicht möchte. Kriegt dieser den Lohn oder nicht? Kriegt dieser den Lohn?
Nein. Der Prophet Muhammad sallam sagt, innamal a'malu binniyat, wahrlich die Taten entsprechen den Absichten. Das heißt, wenn er das nicht wollte, dann kriegt er keinen Lohn. Auch wenn er gespendet, dann kriegt er nicht den Lohn. Deswegen ihn motiviert mit Quran Ayat und mit Hadithe. Und manchmal kann man das auch öffentlich vormachen, wenn man über sich denkt, dass man kein Riya, keine Augendienerei haben wird. Wallahu ta'ala ala wa. Nein. Also Zabur und Injil im Deutschen Psalmen-Evangelium, ist das richtig? Kann man das so nennen? Allahu alam. Deutsch sagt man Psalmen, ja, auf Zabur. Allahu alam. Auch Evangelium, Allahu alam, ob man zum Injil Evangelium, ob das ist das, was bekannt ist unter den Leuten. Wallahu alam. Tfadal Jeff. Alaikum salam. Wie ist das, wenn man jemanden spendet, also oder Geld gibt? Ja, das sieht ja in Berlin. Viele Leute sind irgendwie am Betteln und manche sind aufdringlicher, manche sind nicht so aufdringlich. Und manchmal ja, sagst du, okay, hast du Mitleid und dann gibst du ein bisschen was. Sollte man da auf irgendwas achten? Sollte man einem Bettler was geben? Natürlich, Allah subhanahu wa ta'ala sagt in Surah Al-Duha, dann, was den Bettler betrifft, den weise nicht einfach ab. Die Eier hat zwei Bedeutungen. Sie heißt einmal, was denjenigen, der nach Wissen strebt, den weise nicht ab. Und manche haben erklärt, was den Bettler anbelangt, so weise ihn nicht ab. Das bedeutet, man soll allgemein barmherzig sein mit einem Bettler. Was man hat, soll man ihm geben. Ja, aber wenn du mich fragst, jetzt diese organisierte Kriminalität von den Zigeunern, ja, was haben die? Die haben mehr als wir beide zusammen. Ja, das Auto von denen hat mehr Wert als was wir hier alles bezahlen können. Das sind keine Bettler. Die ziehen sich den Deckmantel von Bettlern an, aber tatsächlich sind sie keine Bettler. Wallahu ta'ala ala wa. Na, viel Kabak. Ich habe gelesen, dass Isa a.s. auch einige Teile der Tora bekommen hat. Stimmt das? Hat Isa a.s. einige Teile der Tora bekommen? Sowieso, ein Injil ist gekommen, um den Großteil der Tora zu bestätigen. Wie Allah subhanahu wa ta'ala sagt. Musaddiqan lima bayna yadayn. Um das zu bestätigen, was davor war. Und der Injil hat große Teile von Tora bestätigt. Hat große Teile von Tora bestätigt, wallahu ta'ala alama. Und trotzdem sagen die Juden über die Christen und die Christen über die Juden, وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَ عَلَى شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّصَارَ لَيْسَتِ الْيَهُودُ. Obwohl sie fast dieselben Bücher haben, sagen sie, der hat nichts von dieser Religion und der hat nichts von dieser Religion. Na, das ist ja das Komische. Na, die letzten zwei Fragen und dann werden wir entscheiden. Verdammt. Wie ist das, wenn man jeden Tag spendet? Bezüglich den Engeln? Ja. Wie ist das, wenn man jeden Tag spendet? Es gibt eine Überlieferung bei Al-Bukhari, der Prophet Muhammad sallam sagte, jeden Tag steigen zwei Engel herab. Jeden Tag steigen zwei Engel herab und ein Engel macht Bittgebet zu Allah subhanahu wa ta'ala. O Allah, gib dem, der spendet, gib ihm mehr. Na? Und denjenigen, der nicht spendet, gib ihm Talafa, was heißt das? Gib ihm Verlust. Gib ihm Verlust. Das bedeutet, jeder, der jeden Tag spendet, Allah subhanahu wa ta'ala wird ihm mehr geben. Und jeden, der knausert und geizig ist, Allah subhanahu wa ta'ala wird ihm Verlust geben. Das heißt, auch wenn man 5 Cent gibt, jeden Tag, oder 1 Cent oder 2 Cent, Hauptsache du hast was gespendet. Das muss nicht immer eine Million sein. Aber gelegentlich sollte es mal auch eine Million sein. Inshallah. Barakallahu fikum und jazakum allah khairan. Inshallah, nächste Woche fallen die Unterrichte aus, liebe Geschwister. Das bedeutet, wir sehen uns wieder am Montag nicht den kommenden Montag, sondern am Montag in 2 Wochen. Jazakum allah khairan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.